Hallo Römer, lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Ich sterbe, denn es ist viel zu heiß in meinem Zimmer. Pokémon Mystery Dungeon, Portal in die Unendlichkeit. Leute, ich sterbe. Es ist so heiß. Oh Gott. Wir sind inzwischen ziemlich weit gekommen. Oh, Doki, glaubst du, dass dort ist ein Ausgang? Dann könnten wir hier endlich raus. Komm, wir sehen uns das mal genauer an. Ja, der Berg aus Eis. Der Berg aus Eis. Alter. Er ist auf einmal so da. Er ist wunderschön. Das Eis ist so klar wie Glas. Wirklich mysteriös, was? Wie das Eis das Licht reflektiert. Wir sind also schon so weit gekommen. Jetzt haben wir es bald geschafft. Nun, das Schwerste scheint uns noch bevorzustehen. Hey, stimmt. Hier ist ja noch eine Gletscherspalte. Eine riesengroße. Das ist unlucky. Wie weit erstreckt es sich wohl? Sieht nicht so aus, als könnten wir sie einfach so umgehen. Nein, so nah und doch so fern. Und keiner von uns kann so weit springen, dass er über die Spalte käme. Was machen wir denn jetzt? Imolga könnte rüberfliegen. Nanu? Was? Was ist das da? Das ist eine Art runde Vertiefung, wenn auch nur schwach zu erkennen. Sieht fast so aus, als hätte jemand das Eis ein wenig ausgehöhlt. Oh, das... Augenblick mal. Also, diese Form und Größe, das habe ich doch schon mal irgendwo gesehen. Fragt sich nur... Ja, wo? Oh, warte. Aber natürlich. Aber wie kann das sein? Psyana, wie sieht es mit dir aus? Bestens, ich bin bereit. Gut. Leute, geht einen Schritt zurück, es ist zu eurer eigenen Sicherheit. Genau, nachdem sie das Magna-Portal beschworen hatten, der Lichtstrudel, der aus dem Boden geschossen kam, hatte genau so eine Form hinterlassen wie diese hier. Kann es denn wirklich sein? Nanu? Doki? Was hast du? Also, da ist diese Form auf dem Boden und so, Magna-Portal, weißt du? Was? Spuren eines Magna-Portals? Wo? Hier, direkt vor uns. Fürwahr. Ich habe keinen Zweifel daran, dass hier ein Magna-Portal beschworen wurde. Die Vertiefung kann es kaum zu erkennen. So wie das Eis drumherum aussieht, ist das Ganze schon etwas länger her. Bemerkenswert, dass dir das überhaupt aufgefallen ist. Syana, die Vertiefung, erinnert dich das an etwas? Ja, jemand muss ein Standard-Set Zugangskarten verwendet haben. Und auch die Art der Manipulation der Erdseen ist nicht allzu kompliziert. Aber wenn ich in meinen Annahmen recht gehe, dann können sie nur ein Ziel haben. Das ist wirklich beachtlich. Wollen wir es mal versuchen? Dir ist klar, welche Zugangskarten wir hier verwenden müssen? Ja, hoffen wir, dass es klappt. Freunde, tretet einen Schritt zurück. Okay. Drei. Zwei. Eins. Oha. Ui. Das Licht, es weist direkt zum Berg aus Eis. Kein Zweifel. Das sind Spuren eines Magna-Portals. Und dieser Weg, er dient eindeutig dazu, zum Berg zu gelangen. Was? Aber das hieße dann ja... Irgendjemand hat hier ein Magna-Portal beschworen. Und ist dann zum Berg aus Eis aufgebrochen. Sprich, jemand war vor uns hier? Dazu kann ich nichts sagen. Es wäre möglich, dass hiesige Pokémon so etwas wie Zugangskarten besitzen und sie quasi als Brücke über die Gletscherspalte einsetzen. Ich weiß auch nicht. Aber ich vermute doch mal stark, dass wir dieses Rätsel lösen werden. Sobald wir beim Berg sind. Definitiv. Auf ins Magna-Portal. Ich dachte, das Licht erlischt nach einer Weile.
Stimmt. Beeilen wir uns besser. Los Leute, auf zum Berg aus Eis. Alles klar. Leute, es ist so warm, ich sterbe, ey. Es ist so eklig, ne? Ich meine, es ist jetzt abends. Es ist noch schlimmer als tagsüber. Tagsüber ist die Hitze zwar auch schon echt heftig ätzend, aber abends ist die halt in meinem Zimmer nochmal richtig da. Das ist richtig nervig. Sehr gut. Sieht aus, als hätten es alle ins Innere geschafft. Wenn wir diesen Weg weitergehen, sollten wir zum Berghaus Eis gelangen. Seid alle auf der Hut. Doki, kümmere du dich bitte um die Zusammenstellung des Einsatzteams, ja? Wir zählen auf dich. Alles klar. Erstmal an die Lagertruhe. Ups, nein. Das Versammlungscape kann weg. Die Amrena-Bären können weg. Die Belebersamen behalten wir alle. Definitiv. Taubsamen. Oh, so viele Top-Elixiere brauchen wir definitiv nicht. Und der Rest hier kann auch weg. Coole Box auch. So, zack. Wir haben keine Sinelbeeren dabei, ne? Nur eine Pösefbeere. Ich würde sagen, wir nehmen dann nochmal so 1, 2, 3, 4 diesmal mit. Und nochmal eine Pösefbeere. So, Geld ablegen. Nochmal ein bisschen was gesammelt. Und dann gehen wir los. Team dürfte so richtig sein noch, ne? Ja, alles klar. Ja, zum Dungeon aufbrechen. Eistunnel U1, ui. Ich sollte nicht abends aufnehmen, Leute. Es ist halt... Boah! Es ist halt so eklig warm hier drin, ne? Ups, ich wollte eigentlich Schlitze einsetzen, das ist auf B. Ich hab halt meinen A-Knopf, ist halt der untere Knopf bei mir. Oh. Und B ist der rechte Knopf. Und Y und X ist gleich, wie hier. Deswegen verwechsel ich immer die ganze Zeit Angriffe. Oh. Zorua! Oh, geben wir mal einen hoch. Zack. Ist ein bisschen leise, das Haupt bei mir. Au. Okay. Oh, ist gar nicht effektiv. Ich dachte, das ist effektiv. Au, au. Oh. Steht so. Hihi. So, da unten ist ein Heilfeld, sag ich mal. Okay. Gucken wir mal weiter. Aua. Oh, es leckt. Oh Gott, warum macht Steam? Hör auf, ein Update zu machen. Steam macht ein Update. Ganzes Game laggt. GG. Oh. Geh mir nicht auf den Sack. Was? Wie viel KP hat das Pokémon denn? Okay, das war definitiv dumm, dass ich da gestorben bin. Aber okay. Ist halt jetzt so. Oh. Ein bisschen nerven die Pokémon ja doch schon, ne? So, einmal bitte dahin, danke. Und zack. Trotz Effektivität machen die Trollladung halt null Damage irgendwie, ne? Ich hätte halt erwartet, dass es ein stärkerer Angriff ist. Aber naja, okay. Dann halt nicht. Also ich könnte gleich eine Badewanne füllen, gefühlt. Nein, okay, so krass schwitze ich nicht, aber es ist so warm, ey. Luft hier drin ist halt so stickig, ne? Ich habe schon Ventilator an, so. Der auch nochmal die Luft im Raum allgemein, ne? Der steht nicht nur zu mir gerichtet oder so, sondern es steht so, dass sie die Luft im ganzen Raum halt besser machen soll, so, ne? Wow, das klingt gut. Aber es hilft halt so gut wie gar nichts, ey. Das ist halt... Dann halt, wenn der Körper sich dann noch so ein bisschen eingeengt fühlt, dadurch, dass ich ja so weit, also relativ eng, nah an meinem Computer sitze, an meinem Tisch und das Mikrofon von mir hab, so, ne, was ja nochmal riesig ist gefühlt und einen nochmal ein bisschen einengt, sag ich mal, fühlt man sich halt eingeengt. Wow. Und dadurch ist es, finde ich, noch wärmer. Tatsächlich. Finde ich. Alter, warum ging das jetzt daneben? Musste das jetzt daneben gehen?
zack, zack. Ich mag Doppelhieb. Ist eine schöne Attacke. Oh, eklig warm. Achso, ich werde das, glaube ich, gefühlt alle 10 Sekunden sagen. Das ist eklig warm in meinem Zimmer. Ist. Okay. Oh, Poke. Die Poke nehmen wir doch gerne mit. So. Das ist schon die nächste Treppe. Oh, okay. Diesmal kommen wir ganz gut voran eigentlich. Also relativ schnell voran. Diesen Dungeon so. Schon 6. Und noch ein Keifel. Was ist halt schön, dass hier diese Special-Pokémon es gibt, so, die halt mega viel Erfahrungspunkte bringen. Das finde ich richtig gut. Und Schlitzer. Hey. Obwohl Keifel, wie es aussieht, keins dieser Pokémon ist, was mega viel Erfahrungspunkte bringt. So, es gibt... Es wacht halt nur nicht auf, wenn wir es uns nähern. Und ich dachte so, das ist das Zeichen dafür, dass es so ein Special-Pokémon ist. Aber scheint nicht so. Irgendwie macht Teddy allgemein kaum Damage, ne? Oh ja, ein Zoroa. Cool. Das Pokémon klingt halt cool. Schon. Sieht halt cool aus und ist, glaube ich, ein Unlicht-Typ, oder? Oder? Ich weiß es nicht, müsste ich mal nachgucken, ne? Wäre vielleicht eine Idee, es unser Team aufzunehmen für mein späteres, was wahrscheinlich noch Ewigkeiten dauern wird, Let's Play zu Pokémon Schwarz und Weiß. Oder Schwarz und Weiß 2, eins von beiden könnte ich ja, ne? Sind ja beides die gleichen Pokémon überall. Das heißt, ich kann ja schön zwei verschiedene Teams machen. Sind die Starter auch gleich? Weiß es gar nicht, ihr spielt ja auf jeden Fall beides in der gleichen Region, ne? Oder? Ich bin mir echt nicht sicher, Leute. Ich kann auch hier kompletten Stuss gerade erzählen. Ich bin der Meinung, irgendwie Schwarz und Weiß spielen nacheinander oder so Team... Wie heißen die? Wie heißen die denn da? Heißen die in die Team Galaxy? Team Galaxik? Galaxis? Galaxik? Galaktik. So, meine Güte. ist ja in... Diamant, Perl und Platin. Und... Wer war denn nochmal? Wer war denn? Ich weiß es gerade echt nicht, Leute. Nee, weiß ich nicht. Wie gesagt, ich habe es nur einmal gespielt und das ist Ewigkeiten her. Ich erinnere mich ja auch an die meisten Pokémon dort nicht mehr, also von daher. Ich weiß auch gerade, wie gesagt, ich weiß im besten Willen nicht, was da nochmal war. Also, welches böse Team dort rumgewürschelt hat. So, es gibt ja in jedem Pokémon ein Team, ein böses, was du zerschlagen musst. Was in der Generation 2 auch. Aber das war nicht so heftig, weil... Ne? Wisst ihr Bescheid. So, hier ist nichts, okay. Nein, Lahmfeld. Oh. Und weg. Falle zerstört. Finde ich gut, dass es jetzt zerstört wird immer, die Falle. Finde ich nett. Null. Zack, zack. So, wir dürfen doch bestimmt auch bald ein Level haben, oder nicht? Also Teddy oder so. Oder Nachtara könnte ein Level kriegen. Schätzungsweise. Hallo Zorua. Zack, zack. Und zack. Okay, gehen wir oben lang. Vielleicht ist ja oben die Treppe. Ja, oben ist die Treppe. Oh, was steht da? Nee. Muss nicht sein. Muss nicht sein. Ah, noch ein Zorua. Schlitzer. Schlitzer. Nein. Ach, nein. So, wie sieht's aus? Schlitzer ist schon Stufe 2. Okay, das ist ja schön. Ist schon Stufe 2. Wie sieht's aus? Doppelhieb ist halt Stufe 4. What the fuck? Okay. Komm, das schaffst du, Teddy. Sehr nice. Nachtara hat sich jetzt zu uns geportet, weil wir zu weit weg waren. Das ist ein bisschen ein Nachteil im Versammlungscape, so. Dass es immer ist. So, auch über eine Mini-Entfernung gefühlt. So, weil es halt, ne, es ist halt kein Raum. In einem Raum wird das wahrscheinlich anders aussehen. Aber dadurch, dass es halt hier in diesen Gängen passiert meistens, ist die Entfernung halt nicht so hart. Oh Gott, nochmal Doppeldieb. Nice.
Wie sieht's denn aus mit Doppelhieb? Nur noch... Oh. Nicht mehr viel. 1-2 Angriffe oder so, dann dürfte Doppelhieb bestimmt Level 4 haben. Ich bin mal gespannt, was das Max-Level hiervon ist. Von diesen... Ja... Attackenleveln her. So. Ja, wo müssen wir... Ah, hier. Oh, Keifel. Keifel nehmen wir noch mit, obwohl... Gleich. Zack. Und zack. Oh, Schlitzer sind... Oh. Schlitzer ist nicht mehr verfügbar. Wow. Zack. U9. Ah, Mann. Halt, Leute. Oh. Okay, und Doppelhieb. Doppelhieb aufpoliert. Doppelhieb Stufe 4 mittlerweile. Eieiei. Also ich kann mir vorstellen, dass Level 5 das Max ist. Teddy Level 23 jetzt, ne? Uiuiui. Haben wir auch bei Level 23 nach Taras 24? Ah. 25 jetzt, okay. So, Gewissheit. Gewissheit können wir gerne machen. Anstatt Verfolgung, ja. Komm, anstatt Verfolgung. Stimmt, Gewissheit ist ja... Oh, ja. Oh, das ist ja eigentlich voll praktisch, mehreren Pokémon die gleiche Attacke beizubringen, ne? Oh. Hihi. Hihihihi. Das ist ja... Oh mein Gott. Merke ich ja jetzt erst gerade. Das ist ja so viel Sinn ergibt eigentlich. Und ich habe erst überlegt, ja, soll ich wirklich Aeroas beiden Pokémon beibringen? Lol. Natürlich sollte ich das. Das dachte ich mir schon. Ja, Aeroas, komm. Bisschen Aeroas leveln. Obwohl Gewissheit wäre eigentlich schlau, ne? Jetzt nach Tara und ich davon profitieren. Also nach Tara und ich davon profitieren. Aber erstmal natürlich noch Doppelhieb, ne? Ist ja klar. Top-Elixier, können wir jetzt auch, könnten wir theoretisch auch schon eins benutzen von, ne? Wir haben so viele davon, das ist unbelievable. So, hier ist auch wieder schon so ein Raum wie eben, oder? Nee, das führt nach hier, okay, cool. Und Gewissheit. Oder auch nicht. Und ist besiegt. So, was führt uns, wo führt uns das hier hin? In so einen Raum mit der Treppe sogar, ui. Und wir sind draußen, Leute. Mit Bravour gemeistert. Und wir speichern auch, ja. Zurück zum Hauptmenü. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet den Part. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder, Leute. 9 Stunden 22 spielen wir schon. Haut rein!